Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind auf Neumünnibrunn, unserem Alpenprojekt, und ihr seht es natürlich, es sind die Alpen hier hinten mit den, keine Ahnung, 3.000, 4.000ern, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier richtig Berglandschaft und wir haben jetzt unseren Schrebergarten zum Laufen gebracht. Der Mais fängt an zu wachsen und wir sehen es auch, wir haben Wasser rein und Saatgut und Mist, und damit können wir jetzt hier schön Mais produzieren wir. Und zwar die Idee ist dahinter für unsere Schweine. Das ist dann sozusagen ein bisschen die eiserne Reserve. Wenn hier der Mais ankommt, dann kippen wir den immer sofort gleich zu unseren Schweinen in den Schweinestall. Und dann sind wir hier auf der sicheren Seite, dass unsere lieben Tierchen, die hier unterwegs sind, ja, wachsen und gedeihen und unseren Reichtum mehren mögen. Ja. So, wir wollen weitermachen. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja ein großes Feld, nämlich Feld Nummer 1, gekauft. 2,6 Hektar ist es groß. Und, ach stopp, wir haben ja den Fendt da hinten abgestellt. Und das, so weh es mir dann auch manchmal im Herzen tut, das müssen wir unterpflügen. Da ist im Moment, sind Möhrchen drauf. Und mit den Möhrchen können wir gar nicht so viel anfangen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Augenblick, bevor ich wieder was Falsches mache. Lasst mich kurz schauen. Ein Waldra. Okay, aber den, nee, den brauchen wir nicht. Waldras haben wir jede Menge. Jetzt wollte ich aber nochmal gucken, nicht hier. Ich muss natürlich da gucken, wie viel PS hat denn unser... Okay, 209. Ah, ja, okay. Der hat 300, 265, 200. Ja, das sollte, glaube ich, für unseren Pflug, für den Fluch. Wo ist er denn? Haben wir den nur gemietet? Den haben wir nur gemietet. Warum eigentlich? Ach du Schande, wir brauchen ja 320 PS. Wieso brauchen wir so viel PS? Okay, das heißt, wir müssen uns... den anderen schnappen, oder? Nee, wir müssen uns den Walter schnappen. Nee, der hat 265, 303. Also das müsste doch passen. Na, da müssen wir uns doch den anderen holen. Okay. Aber das kommt mir jetzt wegen komisch vor. Ich glaube, das war doch eigentlich mit 9 Metern brauchte man so viel PS. Wir haben bis jetzt das Ding immer ziehen können. Also ich mache mir da keine Sorgen, das kriegen wir hin. So, da ist er doch. Motor an, abhängen und ab die Post. Der gute Fendt von Schnibbelmodding. So, wo haben wir denn eigentlich den Pflug? Wo haben wir denn den Pflug? Wo haben wir das Teil? Ist es in der Halle? Ist es in der Halle? Nein. Heidenei. Ah, ich glaube in der anderen Halle. Na, was für ein Glück, dass wir so einen kleinen Hof haben. Nee, da steht er und versteckt sich. Da steht er und sagt nichts. Okay, dann mal dran das Teil und hoch zu unserer Wiese. Da werden wir nämlich ganz schön ackern müssen. 2,6 Hektar. Da haben wir zu tun. Gewicht ist vorne dran. Wie sieht's denn aus? Ja, Wartung, Tank ist voll. Der Kollege kann arbeiten. Dann fahren wir mal hoch. So, dann nehmen wir hier natürlich den Wirtschaftsweg, den geteerten Wirtschaftsweg, und links neben uns haben wir den Mais und das Feld wird gehäckselt. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn wir mit unserem Klaas, mit dem kleinen Häcksler hier rüberfahren. Das wird wieder eine spannende Geschichte. So, und das ganze Häckselgut kommt dann natürlich wieder ins Fermentersilo. Und dann machen wir Silage und das Ganze kommt dann natürlich in unsere Hof-BGA, die auch immer ordentliche Erträge abwirft. Und ihr seht es oben schon wieder, wir hatten wieder mal einen Verkaufszeitpunkt und haben wieder Strom verkauft. Und das hat dann auch schon wieder, keine Ahnung, 30.000, 40.000 gebracht. Ups, da kommt uns was entgegen. So, das ist jetzt fast hier der höchste Punkt, glaube ich. Das ist der höchste Punkt und
Ja, da haben wir Karotten drauf, aber gut, 88%, ja, da ist auch nicht groß gedüngt oder so weiter. Also da müssen wir auf jeden Fall das volle Programm machen. Na, da müssen wir das volle Programm machen, das sieht gut aus, der kann es ziehen. Also das hätte mich aber auch gewundert, wenn der Kollege hier in die Knie geht. So, da lassen wir doch einfach mal den Helfer für uns arbeiten. Oh, der Kollege ist aber schick angezogen. Jo, nicht schlecht. Sehr schön. Ja, dann machen wir doch schnell ein Thumbnail. Hier oben am Berg. Achtung, bitte lächeln. Dankeschön. Ah, wir machen mal ganz kurz wieder die Hilfe aus. Ja, dann haben wir das auch ein bisschen besser. Danke. So, und dann holen wir uns... wen holen wir uns denn da? Wen holen wir denn? Ja, wir nehmen hier den Waldra, den Q265. Und da schnappen wir uns jetzt den Streuer. Und der wird erstmal gekalkt. Und dann könnten wir auch jede Menge Gärreste ausbringen. Oder Gülle, da schauen wir mal. Ja, die Gülle könnten wir eigentlich ausbringen hier aus dem Schweinestall. So, wo haben wir denn jetzt wieder den Kollegen mit dem Kalk? Ich glaube da hinten in... Ja. Den haben wir uns ja auch gegönnt. So, warum liegt da eigentlich noch ein Gewicht rum? Stimmt! Oh ja, da hatten wir ja die Aktion mit dem Fiat Agri. Da habe ich dann aus Versehen das DLC... ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, hier mit Karotten und so weiter. Wobei, jetzt Augenblick mal. Wieso haben wir eigentlich jetzt Karotten? Ich habe doch das DLC deaktiviert, dachte ich. Dumm. Ah, das sehe ich jetzt, glaube ich, hier gar nicht. Da müssen wir mal oben in den Einkauf gehen. Und dann müssten wir Kartoffeltechnik, Rübentechnik, Zuckerrohr, Trauben, Oliven, Forst. Ja, ja, da fehlt uns die Technik. Wie war das hier mit den Paketen? Tierfutter, Tiere, Holz, Hack, Schnitzel, da ist nichts dabei. Ha, interessant. Ich habe es deaktiviert, merke ich gerade. Und trotzdem, nee, hier müssen wir rein. Und trotzdem zeigt er uns das an. Nee, da zeigt uns das eben nicht an. Das war nämlich genau das Thema. Da hat ja oben ja gar nichts angezeigt als Frucht. Obwohl ja interessant... Ach, weil ich es logischerweise ausgeschaltet hatte. Na, ich bin aber auch ein Dummerle. Okay, ja, ich habe das ganze Zeug hier ausgeschaltet, weil... Nee, ich glaube, auf der Galgenberg, da haben wir ein bisschen das Problem, dass die ganze Map voll ist jetzt mit so kleinen Punkten. Die kommen eben von dieser Feldfrüchten. Aber ist egal, wir wollen da sowieso hier auf dieser Map nicht damit arbeiten. Wir haben hier spaßeshalber, das haben wir hier. Auf der 25 habe ich mal spaßeshalber Zuckerrohr angesät. Ich weiß, das passt hier überhaupt nicht hierher. Aber wir gucken uns das mal an. Kommen wir da den Berg hoch? Tada! Zuckerrohr. Ja, ich glaube, das habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Ja, das werden wir jetzt hier mal ernten, spaßeshalber. Und dann gucken wir mal, dann werden wir nämlich als nächstes auch die Zuckerrohrfabrik kaufen, weil wir brauchen ja für die Produktion, und zwar für die Milchproduktion, das müsste hier oben sein. Wir können nämlich Sojadrink und Haferdrink, nee, da brauchen wir es gar nicht. Wir brauchen es für Schokolade und für den Sojadrink, da bräuchten wir nämlich Zucker. Und für den Haferdrink, da bräuchten wir Sonnenblumenöl. Und auch das werden wir dann in Kürze oder in Bälde dann, denke ich, auch produzieren. Also, es gibt hier noch jede Menge zu tun hier auf dieser Map. Zuckerrohr, sehr schön. Und wir springen mal wieder hier zu unserem... Da ist er doch. Jetzt haben wir nämlich uns wieder ein bisschen ablenken lassen. Zu unserem Waldra. Ich denke, den machen wir gleich mal voll hier wieder. Gewicht ist dran. Yep, sehr schön. Dann klappen wir mal auf. Huch. So. Augenblick. Dann wieder die Hilfe an. Dann können wir schon... Sind wir zu weit weg? Nee, wir sind schon unten durchgefahren. Augenblick. Ach, wir sind zu weit weg. Okay. Ja, das kriegt natürlich der Yogi besser hin. So, in seinem Selbstversuch.
Jetzt füllen wir mal auf. Okay, Deckel zu. Dann schauen wir mal, wie weit denn unser Fendt ist. Auf jeden Fall, denke ich, können wir dann schon mal anfangen mit Kalken. Und da es uns ja an Traktoren und Schleppern nicht mangelt, können wir eigentlich auch gleich beginnen, Dünger auszubringen. Obwohl ich gerade überlege, doch, wir haben so viel Gülle, glaube ich, im Schweinestall. Und mit dem Schweinestall haben wir ja das kleine Problem. Es ist wirklich interessant. Auf der einen Seite, oh, da tut sich aber schwer. Auf der einen Seite, und ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir die BGA so dicht an den Schweinestall gebaut haben, scheint nämlich Gülle direkt rüber zu laufen in die BGA. Deswegen können wir auch permanent hier die Gülle verarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wirklich die Gülle rüber transportieren vom Schweinestall mit dem Anhänger, den ich ja gekauft habe, dann kann ich das praktisch nur einmal. Fahre ich wieder zurück zum Schweinestall und will den Anhänger wieder füllen, dann holt er das komischerweise aus der BGA und der Füllstand geht wieder nach unten. So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen. So, wenn ich richtig weiß, ne, hier oben ist nicht die Zuckerfabrik, hier oben ist die Müsli-Fabrik. Die Zuckerfabrik ist im Tal. Und ich habe ja jetzt extra den Schweinestall auch schon erweitert mit einer Silo-Erweiterung für unsere Gülle. Und deswegen werden wir die jetzt dann doch auch mal ein bisschen verteilen. Oh, da kämpft sich aber echt hier hoch. Eieieiei. Haben wir denn schon einen hinter uns? Oh ja, das war klar. Man sieht es gar nicht im Spiegel. Sudele. Jetztetle. Ausklappen. Aber ich will vorher hier noch das hier richtig machen mit dem Feld. So, mal ganz kurz stehen lassen, den Kollegen. Wo ist unser Fendt? Da ist er doch. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, da haben wir echt noch einiges vor uns. Also das Feld ist wirklich nicht klein, das wird da eine Wahnsinns-Wiesenaktion. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn man mit Wiesen arbeitet, dann brauchen wir nicht mehr ansehen und brauchen viele andere Dinge nicht. Wir müssen es nur einmal richtig machen und dann ist es mehr oder weniger ein Selbstläufer. Und auch hier bietet es sich dann an, eventuell dann doch mit einer Quaderpresse zu arbeiten, um dann das Gras einzusammeln. Müssen wir mal schauen. Denn Silage machen wir dann im Fermentersilo im Hessischen, was ja bei uns am Hof steht. Oder eben oben am anderen. Ja, eine Option wäre natürlich auch hier unten auf der Platte dann eventuell 2, 3 große Fahrsilos zu machen. Ha, das wäre natürlich auch eine Option. Müssen wir mal schauen, wie wir da Platz haben. Dann vielleicht einen kleinen Kuhstall und dann irgendwie 2 Fahrsilos. Dann hätten wir auch nicht so weit einen Weg. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt machen wir erst da vorne noch ein kleines Vorgewende. Ein schnuckliges kleines Vorgewende, wenn der Kollege dann am Ende angekommen ist. Weil dann kriegen wir auch, glaube ich, wenig Stress hier mit dem Verkehr. Ja, weil da kommt schon wieder einer angedüst. Und hier sind sie ein bisschen rabiater als auf der Galgenberg. Ja, die fahren hier ganz schön zügig. Oh, da kommt auch schon wieder einer um die Kurve. Eieieiei, Vorsicht. Okay. Ja, witzig finde ich ja auch hier, dass wir Frucht zerstören. Ach, hier geht's ins Feld rein. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden. Witzig finde ich ja auch, dass es hier Fruchtzerstörung gibt. Im Gras, ne? Man sieht's jetzt hier. So, dann fahren wir noch einmal hoch. Dann haben wir ein ordentliches, sauberes Vorgewende. So, Dele. Können wir hier auf dem Feld wenden und müssen uns nicht mit dem Verkehr da draußen rumschlagen.
So, und ab den Helfer. Ja, ja. So, Dele, wo haben wir denn... Achso, ich hätte ja auch... Hallo. So, da ist er. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Der hat natürlich eine ganz schöne Ausbringbreite, so viel ich weiß, durch die zwei Propeller. Ja, natürlich sollten wir hier auch vielleicht zuerst ein Vorgewende fahren. Da mehr überlege ich aber gerade. Vielleicht macht das Sinn, von unten hochzufahren. Wir tun uns leichter, wenn wir bergab fahren. So, Dele. Noch ein bisschen hier, damit wir ein bisschen Ausblick haben. Also, damit wir es besser sehen. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall besser. So, dann... Schauen wir mal. Oh ja, da kommt wieder einer. Oh, jo, 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 jo. Ja, komm, fahr, fahr. Ah, da ist auch die Feldeinfahrt zu diesem Feld. Okay, okay. Ja, wir müssen uns hier erstmal... supi. Da bleibt jetzt bestimmt da hängen, oder? Ja, das dachte ich mir doch. Ach du Schande, ist hier ein Betrieb. Wo wollen die denn alle hin? Alles Touris oder was? So, jetzt aber... So, ab die Post. Ja, jetzt schaffen wir was für dein Geld. Und wir holen in der Zwischenzeit ein anderes wundervolles Gerät, den Glas Xerion 4200. Denn jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn eigentlich unsere... Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir müssten hier mal ein bisschen aufräumen. Jetzt wird es dann doch ein bisschen eng hier. Denn wir haben ja auch ein größeres Güllefass uns gegönnt. Okay. Da kommen wir da rum, da kommen wir rum. Und da brauchen wir natürlich die PS. Ist das jetzt Gülle oder sind das Gärreste? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sehr schön. Der packt es rein. 18.000. Und dann fahren wir nämlich hoch zum Düngen. PS, die brauchen wir, damit wir hier wirklich langkommen. Also wir haben ja ursprünglich mal das Projekt ausgelegt für mittlere und kleinere Maschinen, aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, hier bei diesen Hängen und so, also bei diesen Berg, ja, Fahrten, da brauchen wir einfach die entsprechenden PS, wenn wir dann doch ein bisschen mit größeren Maschinen arbeiten. Und ihr seht es. Auch er kämpft hier. Mit 22 km/h. Naja gut, sind jetzt mal schlappe 18 Tonnen. Nur an Material. Und den bringen wir dann mal zum Feld und dann werden wir vordüngen. Und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Fendt, dem zweiten Fendt hier dann noch gleichzeitig jetzt ansäen. Und dann sind wir hier gleich mal mit 4 Schleppern auf einem Feld unterwegs. Also wir können es uns ja mittlerweile leisten. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier, ne? So, rechts ist frei. Links traut sich auch. Oh, da kommt einer. Okay, okay, okay. Wir werden mal hier kurz blink-blink machen. Ja, sehen wir den Kollegen da hinten im Rückspiegel? Nein. Ja, das ist jetzt so ein richtig schön gemütliches Fahren hier, den Berg hoch mit 27 km/h, 26. Oh ja, die Maschinen kämpfen hier. Ja, das ist eine ganz andere Hausnummer als jetzt zum Beispiel auf der Galgenberg, wo wir ja die Felder alle unten erstmal im Tal haben. Übrigens, da gibt es jetzt wieder natürlich Livestream jeden Dienstag und Freitagabend. So, jetzt muss ich mal schauen, was die Kollegen da vorne machen, weil ich glaube, jetzt überschneidet sich das und der Fendt, der scheint irgendwie auch keinen Bock mehr zu haben, Augenblick.
So, ja, okay, den müssen wir ein bisschen vorfahren. So, und weiter geht's. Und das, er hier, der sollte jetzt erstmal ein bisschen warten. Warten, warten. Bitte warten Sie. So, und wir bringen den jetzt hier an den Start. Zum Abschluss dieser Folge, denn wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten. Das heißt... Oh, jetzt wird es ein bisschen heikel. Und ich habe so das Gefühl, hier fährt der Chef am besten selbst. Aber wer möchte auch nicht mit einem Xerion fahren? So, wir werden etwas bisschen vordüngen. Los geht's. Na, kommt was? Jetzt kommt was. Mit den Schleppschläuchen. Und ich bedanke mich wieder mal recht herzlich fürs Zusehen. Das soll es mal wieder gewesen sein von der neuen Mini-Brunnen unserer wunderschönen Alpe-Map. Wir sind unterwegs mit dem Xerion und machen das Feld ready für die Ansaat. Für die Ansaat von Gras. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.